Was hast du? Ein Bremsweg. Deine Bremse? Fahren wir da ran, oder? Zu einem neuen Video. Ich bin unterwegs mit dem da, der da und den zwei da. Rennen. Die machen voll Stress hier. Also, wir sind unterwegs mit die zwei hinter uns, die haben spontan, als ich gerade eine Story gepackt habe, dass wir bei BK sind, haben die gesagt, die kommen vorbei. Der da, den kenne ich nicht. Die da kenne ich, die hat auch Werbung für ihren Instagram auf ihrer Maschine drauf, glaube ich. Mit der, wir hatten uns die ganze Zeit schon seit Ewigkeiten mal vorgenommen, zusammen rumzudüsen. Heute hatten wir irgendwie zufälligerweise beide mal Zeit dafür und sind den damit angeschleppt. Grüße gehen raus an den Duke-Fahrer. Fahrschule Niederschirp versperrt uns hier gerade den Weg. Das ist so böse, das Ding. Aale, Stadtbünde. Also, wer kommt aus Aale, Leute? Kommt einer von euch aus Aale in Stadtbünde? Schreibt's in die Kommentare. Ich merke schon, Leute, das wird ganz schön random heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Random-Vlog. Genauso wie ich Spaß habe, diesen Random-Vlog aufzunehmen. So, Fahrschule, verpiss dich. Das geht doch gar nicht klar. Nicht zu schnell! Ist das Ding böse! Junge! Ja, das habe ich so vermisst, diese Maschine! Ich liebe dich! Das Ziel! Tunnel! Tunnel! Gang runter! Und Feuer! Und das hat doch keinen Bonus! Was wollen die denn alle, Mann? Verpisst euch doch alle von der Straße, ihr Langsamfahrer. Bieg ab, ja. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Du Missgeburt. Ich meine das übrigens alles nur friendly, ne? You know. No hate an die Autofahrer. Ich bin einfach gerade ein bisschen aufgedreht. Ich bin aufgedreht. Seid ihr auch aufgedreht? Oh, da kommt ein Tunnel. Der wird zerstört, der Tunnel. Maschine, warm. Alles klar. Tunnel in 3. In 2, in 1, let's go! Das war ein böser Schrei, Lucille! Reiß dich mal zusammen, Mädchen! Manchmal muss man sie einfach zum Schreien bringen. Sie mag das. Das ist wie mit Frauen, manchmal muss man sie zum Schreien bringen. Ich glaube, sie hat uns hier die Tunnelstrecke ausgesucht. Warte, jetzt ein bisschen Abstand gewinnen, Abstand gewinnen, Abstand gewinnen, Abstand gewinnen. Das war irgendwie geil. Diese Tunnel, ey. Meine Lieblingsstrecke ist da. Gibt es hier noch mehr Strecken mit vielen Tunneln? Wer weiß. Verzeiht mir übrigens, dass ich so aufgedreht bin. Tut mir leid. Sorry. Manchmal habe ich halt meine 5 Minuten und manchmal halt zufällig auf dem Motorrad. Meistens auf dem Motorrad. Hallo? Okay! Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Alles wird vorbei. Alles wird vorbei. Die machen mich ja aus Zinnig und Zahnis! Okay. Beruhig dich. Beruhig dich, Marco! Beruhig dich! Boah, bin ich geisteskrank. Aber
Nicht was das Fahren angeht. Ich bin einfach geisteskrank. Ih, da war was Totes auf der Straße. Ih, eine Maus oder so. Die war richtig so gedärme draußen und so. Man hat die aber wahrscheinlich im Video nicht gesehen, Leute. Ich will euch auch mal zu. lovetoxic.de, die heißeste Adresse in Ostwestfalen-Lippe. Also alle Leute, geht auf die Seite, das ist die heißeste Seite in Ostwestfalen-Lippe. Gönnt euch diesen geilen Scheiß. Habe ich jetzt gerade Werbung für eine Pornoseite gemacht? Cut! Was ist das für ein geiler Turm? Kennt ihr das? Dass ihr das Verlangen habt, wenn ihr so einen Turm seht, da hochzugehen und da so runter zu scheißen? Nicht? Okay. Ja, ich meine so, wisst ihr, das ist schon ein mächtiges Gefühl, wenn man da runterkacken würde. So platsch! Das wäre schon witzig. Aber ich fände es witzig. Und jetzt habe ich 3 Millionen Dislikes auf diesem Video. Dankeschön. Daumen nach oben. Wisst ihr, woran mich das Video erinnert? An die guten alten geisteskranken Behindertenzeiten, wo ich richtig durch war in Motovlogs. Sollen die Zeiten wiederkommen? Was meint ihr? Soll ich wieder geisteskrank werden? Aber nur, nicht was das Fahren angeht, nur so allgemein. Die guckt die ganze Zeit so auf ihr Bein, so. Die guckt, ob ihr Bein noch dran ist. Das ist es. Ach nee, die guckt in ihren Spiegel oder was? Ach, die hat ihren Spiegel da so behindert und muss ihr. Lol. Was guckt die ganze Zeit? Guckt die durch den Spiegel da oder wie? Hä? Muss ich gleich mal fragen, irgendwie, wenn ich dran denke. Oder, Leute, ich habe eine Idee. Ihr fragt sie das auf Instagram. Ich packe euch mal den Instagram. Bremsen. Ich packe euch mal den Instagram von ihr in die Beschreibung. Ganz top sekret, ne? Psst. Was hast du? Deine Bremse? Fahr mal da ran, oder? Das hat die da die ganze Zeit geguckt. Wo ist denn unser Kollege hin? Ah, er kommt zurück. Hä, ist der Hebel? Ach, da fehlt die Schraube. Ich glaube, die ist weg. Ich würde die auch nicht suchen fahren. Hä? So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir improvisieren. Guck mal, was ich dabei habe. Das hat die ganze Zeit da geguckt. Ja gut, wenn die hintere Bremse nicht mehr funktioniert, ist RIP. Ihre Hinterradbremse, da fehlt eine Schraube und jetzt die Hinterradbremse ist komplett, geht nicht mehr. Bei wem jetzt? Diana. Ich gucke mal, was ich hier so habe. Ob ich irgendwas aber sinnvoll wäre. Wahrscheinlich nicht. Ich muss irgendwas dazu. Irgendwas brauchen. Wir brauchen eine Schraube, irgendwas, was wir dazwischen machen können, weißt du? Weißt du, was ich meine? So, jetzt brauche ich das nur noch umbiegen. Die Bremse geht wieder. Nee, also Werkzeug ist mir scheißegal. Es geht darum. Umbiegen meine ich ja. Kannst du ja auch benutzen, wenn ich sowas drin. Ich bin da nie reingeguckt, noch nie. Weißt du, was es ist? Bordwerkzeug vom KTM Original. Also es wird nicht. Warte mal, wie ist das hier? Jetzt ist geht's gar nicht. Oder hast du gemerkt, dass die ganz bisschen ging? Dass die ganz bisschen noch ging? Ja, ja, das wird wahrscheinlich. Wenn du.
Ich weiß nicht, inwiefern, das wird ein bisschen was bringen, aber nicht viel. Wie hast du denn Bescheid gegeben? Gerade eben am Kreisverkehr. Ich habe die ganze Zeit im Video gesagt, was guckt die da die ganze Zeit? Ich habe dann auch so gesagt, Leute, ich wollte erst sagen, ich frage sie gleich, ne? Ja. Dann habe ich gesagt, ey, Leute, schreibt sie alle auf Instagram an und fragt, was sie an ihrem Bike nicht passt. Ich sag's nur noch so, zweiter Ausfall, ich fahre noch lang so, bleiben die. Hast du eine? Hier ist keine Zange drin, oder? Das ist ja noch original verpackt. Das ist keine Zange. Nimm die noch auf? Alter, du siehst aus wie Dumbo. Nimm die noch auf? Die ist wieder an, die ganze Zeit schon. Ja, ob der Akku noch. Ach so, ja. 48 Minuten, ja, war noch ein Strich, gar kein Strich mehr. Scheiße. Ich muss das Video beenden. Ich hab einen Bonbon im Mund. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss, meine Freunde. Wenn das der Fall ist, dass wir dann haben, dann würde ich sagen, wir wollen uns mal. Tschüss, was für ein Tier?